Tagebuch zur Telekinese an. Klinischer Versuch mit Charge Nummer 23, Dr. Su Shong. Kunde, Fontaine Futuristics. Guter Fortschritt mit dem Telekinese-Plasmid. Hochheben von Objekten aus der Entfernung, kein Problem. Objekte durch den Raum bewegen, kein Problem. Aufhalten eines Projektils ist nicht möglich. Es ist aber möglich, ein sich schnell bewegendes Objekt zu fangen und zu werfen. Das Problem ist nicht das Plasmid. Das Problem ist die Reaktionszeit. Su Shong kommt gerade die Idee für ein neues Plasmid. Die Reaktionszeit. Haha, ich bin sicherlich ziemlich schnell. Was ist das da? Drücke Umschalt, um eine Waffe aus dem Menü auszuwählen. Okay, das da kennen wir. Das ist ein Berner Seenhund. Ein Kolibri-Hund, eine Wolke. Ha. Gut, dann nehmen wir uns jetzt mal die Telekinese. Neues Plasmid, Telekinese. Heben Sie große Objekte alleine mit der Kraft Ihrer Gedanken hoch und werfen Sie sie auf Ihre Gegner. Was muss man sonst noch wissen? Na gar nichts. Du hast keine Slots mehr und... Was? Achso, du hast keine Slots mehr und musst ein Plasmid ersetzen. Du kannst mehr Slots an einem Gardeners Garden kaufen. Ersetzte Plasmide können bei einer Genbank neu aufgenommen werden. Wow, kann ich gut lesen. Gottes Wille. Da mir mich wieder über... Hier ist jetzt auch wurscht. Abfackeln wird rausgeschmissen, nehme ich mal an, weil diesen Elektrobolt, den finde ich ziemlich nützlich. Bewerfen Sie Ihre Gegner mit Objekten. Ja, fangen Sie Granaten auf und werfen Sie sie zurück. Diese Videos finde ich eigentlich ganz lustig immer. Halte linke Maustaste gedrückt, um Objekte zu greifen. Lasse linke Maustaste los, um sie zu werfen, oder drücke V, um sie fallen zu lassen. Halte linke Maustaste gedrückt, um Granaten oder Tennisbälle zu fangen. Ja, die Anspielung auf diese Maschine. Dann verwenden wir es ja auch gleich. Wer? Soll ich hier... Ah. Da sind Sachen drin versteckt. Egal. So, ausschalten. Ach, egal, geht nicht. Dollar und hier habe ich irgendwas geworfen. Ja, Schrott. Okay, und das testen wir auch gleich aus. Entschuldigung. Gasflasche? Danke für den Besuch. Bitteschön. Ja, jetzt gibt es den gegrillten Splicer. Ah, Telekinese brauchen wir jetzt nicht wirklich. So, weiter um. Oh. Ich sollte vorlesen, was ich da zu mir nehme. Ein Toaster. Zigaretten. Und ich weiß jetzt ehrlich auch gesagt auch gar nicht, wo wir jetzt lang müssen. Probier's mal hier. Geht nicht. Ja. Weiß nicht, sehe ich da gerade irgendetwas? Oh je. Hallo, ich will da rein.
Gott, was passiert jetzt? Hallo, da ist doch jemand. Da sehen wir wieder so eine Luke. Und neues Plasmid. Holen wir uns gleich. Was denn jetzt schon wieder? Ja. Von hinten anschleichen, das mag ich nicht, mein Freund. Meld dich vorher an, wenn du was von mir willst. Und schon wieder eins von diesen Psycho-Teddys. So, Bandagieren. Plasmide sind die Farben. Oder die Farbe, ja. Hören wir uns das mal an. Tannenbaum. Manchmal tut mir diese arme Irre leid. So wenig Vorstellungskraft. Sie ist zufrieden mit ihren Tanks voller Adam. Sie verbessert, justiert und optimiert nur. Ich muss Dinge erschaffen. Adam ist die Leinwand der genetischen Modifikation. Plasmide sind die Farbe. Also ich weiß noch nicht, was ich von den ganzen Leuten hier drin halten soll. Können wir überhaupt jemanden vertrauen? Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Tempo-Hacker. Tempo-Hacker ist das beliebteste Produkt der Hack-Smart-Produktsreihe, da es ihnen genug Zeit verschafft, um sich in jedes elektronische Gerät zu hacken. Mit Tempo-Hacker ist die Zeit auf ihrer Seite. Ja, und da sehen wir schon Slow, also wir können uns sicherlich schon mal denken, was das dann beeinflusst. Reduziert die Fließgeschwindigkeit beim Hacken. Genau. So. Teddy, du bist doch schon wieder da. Ich will dich hier nicht sehen. Und dann gehen wir mal hier diesen Gang entlang. Na Schiss, dass irgendwann mal hier so ein Vieh nachkriecht. Ui, Musik. Grafikfehler, hallo. Und da sitzt jemand. Ne? Ein Nickerchen? Keine Ahnung. Hallo. Meine Puppe. Ach hey. Hab ich Glück gehabt, dass ich dann jetzt in die Gasflasche geschossen hab. Ui, Kartoffelchips. Lecker. Tschetschenischer Wodka, den nehmen wir natürlich auch mit. Panzerbasken, Motorhack, Tischgeld. Oh, die Olle hier schon, ja, die haben wir schon durchsucht. So, was liegt denn da noch? Pistolenmunition, ja, und ich sollte jetzt wieder mal zu meiner Pistole wechseln. Dann schau ich mal kurz auf die Uhr. Ja. Und hier waren wir schon. Aufmachen! Was ist mit dir los? Ich bin's. Dakarian ist es, du durchgeknallter Arzt. Was wolltest du überhaupt aufmachen? Oxford Club. Zigaretten, ja. Was ist das da? Evolution in der Flasche, ja. Ja, also das mag ich eigentlich überhaupt nicht, wenn hier Leichen rumliegen. Ich wette, dieses Ding hier steht auf. Nein, doch nicht. Türsteuerung. Du brauchst den Schlüssel, ja. Ja, super, und woher? Ich hab's schon gesehen.
Und da haben wir auch Telekinese. So. Jetzt können wir hier durchgehen. Gut, eigentlich unnötig gewesen, jetzt noch drauf zu schießen. Weil das Wasser hätte mir eh die ganze Arbeit erspart. So, schauen wir uns kurz mal hier um. Eine Eve-Spritze. Nie verkehrt. Gut. Tresor. Ich würde jetzt gerne mal wissen, ob ich jetzt hier gerade die Laute von mir gegeben habe. Gut. Antipersonenpistolenkugeln. Sagen wir, gehen jetzt zurück, machen den Tresor auf und schauen, was wir dann finden. Ich höre da doch irgendwas. Ist mir jetzt auch egal. Slow ist aktiviert. Gut, nach der Zeit wird das Helden halt langweilig, aber in welchem Spiel wird es nicht langweilig? Zack, das war's auch schon. Was haben wir drin? 80 MG-Patronen, 4 panzerbrechende Pistolenkugeln und 2 Verbandskisten. Aber wo müssen wir jetzt hier hin? Ich mache mal ganz kurz die Karte auf. Zurück. Ja, logisch. Wenn wir jetzt eigentlich alles von hier. So. Da leuchtet noch was. Nehmen wir mit. Bandagen. Ja, Schrotflinten natürlich haben auf die Entfernung halt nicht gerade so die gute Wirkung. Die streuen zu sehr. Andrew Ryan stellt dir eine einfache Frage. Bist du ein Mensch oder ein Sklave? Ja, die Frage. Lassen wir mal dahingestellt. Ich höre irgendwie immer einen Big Daddy hier. Das ist immer noch das gleiche von vorhin. Aber ich würde jetzt sagen, wir hören jetzt hier auf. Ich nehme jetzt schon über eine Stunde auf. Das sollte für 5 Parts reichen. Ich muss das ganze Zeug jetzt noch rendern, schneiden. Und ich hoffe, euch die Parts haben euch besser gefallen als die vorherigen. Ja, und mit diesem Lied verabschieden wir uns. Ja, Little Sister singt schon weiter. Wer hat die ganz gestohlen? Ich hab's nicht ganz gehört. Egal. Also, bis dann. Ciao.